Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr auf, also wirklich sehr auf dieses Video. Ihr erinnert euch an diese Situation? Jetzt dürfen wir das nicht filmen, die Probefahrt. Dann machen wir auch nicht. Genau, also erstmal war es da warm, richtig. Und wir waren bei Fisker in Los Angeles. Auf jeden Fall hat sich ungefähr 2 Stunden, nachdem das Video online war, die Firma Fisker bei uns gemeldet. Ihr könnt natürlich sehr gerne das Auto mal testen und mal fahren. Er wirkt für mich, wenn ich ihn jetzt hier so in Deutschland auch sehe, genau. Ich meine, es ist wirklich leider dreckig, weil draußen alles voller Schnee war und wir haben gerade in fleißiger Arbeit dieses Auto versucht, irgendwie trocken hinzubekommen, dass er jetzt hier so stehen kann. Aber das soll uns auch gar nicht interessieren. Wir sind auch nicht diese Autotester, die das so machen, sondern ich will wirklich gucken, ob das so cool ist, weil der Designer Henrik Fisker, der hat auch vorher bei BMW gearbeitet und bei Aston Martin und bei Ford gearbeitet. Das Aston Martin-Thema erkennt man doll. Ich war ja einen Tag vorher in Los Angeles, bin durch die Gegend gefahren und habe dieses Auto am Straßenrand gesehen. Das ist der neue Fisker. Also das sieht sehr, sehr, sehr geil aus. Ich habe dann auch kurz ein Video gemacht, weil ich, das mache ich wirklich sehr, sehr selten, weil er im Straßenbild für mich sehr krass aufgefallen ist. Weil, stell dich mal bitte hier hin, wenn ich jetzt hier mit dir hier anschaue, ne, wie der hier steht, die Schulter, und er signalisiert ja wirklich ganz klar die Schulter, weil das hier ist Haubenlinie und das ist schon eine Schulter. Auf jeden Fall. Hinten geht die durch und das ist auch ganz schön Schulter. Und jetzt kommt's. Wenn ich mir jetzt vorstelle, man würde das Auto jetzt eine ganze Nummer runterhauen. Nee, das war mal ein Gedanke, wo ich am Straßen. Weil die Scheinwerfer haben auch so eine ganz krasse, schmale Linie. Natürlich erkennt man überall verschiedene Autos. Ich erkenne so ein bisschen Range Rover, ich erkenne so ein bisschen alles Mögliche. Range Rover ist für mich auch echt hart dabei. Hart dabei, ne? Genau. Aber ist so. Aber runter das Auto, so gute 5 cm und das sind 22er Räder und dann machst du 24 Zoll dementsprechend drauf mit einem, finde ich, vielleicht etwas ansprechenderen Design, weil dieses Drei-Scheiben-Rad-Design ist halt wirklich super modern und ich glaube auch für dieses Elektropublikum genau das Richtige, aber wenn du was machst, was halt so ein bisschen, wie soll ich das nennen, ein bisschen Tuning? Ja, ein bisschen asozialer vielleicht einfach ist, dann habe ich den Wagen gesehen, ich finde den Farbton geil, ich finde die Silhouette geil. Und dann habe ich geguckt und jetzt gucke ich noch mal eben, ich habe es nämlich vergessen. Interessiert mich eigentlich als erstes, was kostet so ein Auto? Und das Auto beginnt, der Sport, bei 43.900 Euro. Das höre ich in der heutigen Zeit sehr selten. Vor allem für ein Auto mit der Leistung. Genau, das Auto hat, in der Version wahrscheinlich nicht. Ich glaube in der Version nicht. Aber das ist jetzt ein One, der kostet 69. Aber der Extreme ist glaube ich das gleiche, der kostet 63. So, und jetzt kommen wir zu den Daten. Also Hardfacts sind ja immer Preis, Leistung, Reichweite. Reichweite, genau. Reichweite, finde ich, scheppert gleich voll aus dem Leben. 468 PS und mit Boost 564 PS. 696 Newtonmeter und 736 Newtonmeter. 0 auf 100, 4 Sekunden, Topspeed 205. Und das habe ich mir gemerkt, das muss ich nicht ablesen. Und eine Reichweite von 707 Kilometern. Das ist als Taycan, das als Taycan Turbo S-Fahrer ist das eine Zahl, die du nicht kennst. Das ist zweimal laden und dann technisch gesehen auch zweimal auf Null fahren. Und dann bin ich immer nicht so weit gefahren, dann bin ich 660 Kilometer gefahren. Wenn's, und dann muss ich auch schon wirklich, das Ding fährt 707, kostet, wenn man irgendwo dazwischen aufsteigt, kostet es ein Viertel. Und ich glaube, wenn man das Ding runter macht mit großen Rädern dementsprechend, ist das, glaube ich, sehr, sehr geil. Jetzt, finde ich, muss die Verarbeitung nur noch passen. Dann haben wir auch gelesen, dass in dem Auto, sorry, dass ich nicht vorbereitet bin, weil das jetzt wirklich ein ganz schneller Schuss war hier, dass das Auto hier stand. 50% des Innenraums ist 50% des Innenraums ist recyceltes Material.
Display da oben erinnert mich sehr an die Ford Elektroautos. Das hier. Aber das ist wirklich, wirklich krass. Genau, dann ist mir noch was eingefallen. Das Dach, genau, ist ein das ist ein Solardach, was dir auch wirklich Reichweite gibt. Aber da kann man auch durchgucken. Finde ich auch ein geiles Detail. Ich finde, wir konnten ja in dem Laden, durften wir einmal ganz kurz reingucken. Ich finde die Verarbeitungsqualität, Ich finde sie... Der Deutsche, weißt du so. Nee, das ist gut. Klopft ihr auch jeden Tag vor, weißt du, wie ich einsteige. Ich finde sie sehr gut. Weil, also dieses Alcantara-Dachhimmel-Gedöns hier, dann solche Sachen, schau mal. Wenn so ein Kunststoffteil eingelegt wird an so Leder, so Übergänge, das sind so Sachen, wo viele Kleinserienhersteller anfangen zu hinken, ne? Du siehst jetzt ein Presseauto, ich weiß nicht, ob der besonders viel Liebe bekommen hat. Solche Sachen. Ne? Hier, wie es aufeinander sitzt. Dann die sind nicht so schön. Die finde ich sind sehr schwach, die Knöpfe hier. Für die heutige Zeit. Lenkrad finde ich okay, aber das Display finde ich krass. Oder? Also. Und dann erinnert mich ein bisschen an Volvo, muss ich sagen. Ja, Volvo, Tesla, alles, alle zusammen so. Und ich glaube, genau, das kann sich bewegen. Aber elektrisch, glaube ich. Weil letztes Mal haben wir da nämlich rumgefummelt. Nee, das ist es nicht. Du musst die. Drück mal Bremse. Nur Bremse geht an. Willkommen in Ihrem Fisker Ocean Paket 1. Ach, guck mal, sogar mit Nummer. 4002 von 5000. Thank you for joining us in our shared vision of a clean future for all. And with you now sitting behind the wheel of your Fisker Ocean, you are part of that vision. Sit back and relax and get ready for the drive of your life. I'll see you on the road. Thank you. Was war das denn? Boah. Das war cool. Ich fand sein Attitude auch cool. Nicht zu drüber. Und eigentlich mal einer, der Chef ist und auch mit mir redet. Ich meine, das macht der Elon, finde ich wirklich gut. Aber bei den anderen großen Herstellern ist das halt alles AG, Konzern. Ich rede hier mit gar keinem wirklich. Und wenn nur abgelesen Pressetext, ich meine, das war jetzt auch abgelesen, aber das fand ich schon cool. Da ist er wieder. Hi, I'm Eric Fisker. Thank you for joining us in our shared vision for a clean future. Ja. Oh, was ist das Geräusch? Klingt wie nicht ganz zu, finde ich. Gewöhnt man sich da. Also hier kann man die Temperaturen 1 und 1 schon in dem Bereich. Und wir haben jetzt Meilen ist das hier. Hier steht Earth. Wenn man eine Flugfunktion hat oder so. Das ist auch cool, ne? Digitalen Spiegel. Können wir gucken, ob der vielleicht irgendwelche... Oh, krass. Kannst du den im Schieben, im Winkel oder was? Nee. Das ist halt echt immer, das stört mich wirklich. Ah, so. Ah. Ja gut, aber du machst ja nicht, wenn du fährst. Nee, das stimmt. Okay, cool. Aber, so, das Logo ist Navigation. Dann Musik, Spotify, Telefon. Sollen wir die mal vor unserem Gebäude einmal gucken, was er da so reinknallt? Einstellung, Entfernung. Ah, Kilometer. Mhm. 353 Restreichweite und 58%. Oh nee. Was? Gut. Aber hat er jetzt so viel, war der geladen und hat er jetzt so viel verloren durch die Kälte? Ich denke. Das macht der Taycan gar nicht, der verliert nichts. Aber irgendwo gibt es ja die Funktion, dass man ihn drehen kann, ne? Nee, würde das nicht machen. Rechnung an mich, ne? Falls das gerade schief gelaufen ist. Weil ich würde das wirklich gerne sehen, wenn er den dreht. Woo!
man natürlich nicht raus, sondern das ist jetzt passiert. Mir ist hier was kaputt gegangen, aber ich wusste auch nicht, also wie mache ich das denn dann? Ist das auch elektrisch dann oder wie? Das tut mir leid. Also könnt ihr mir wirklich, wirklich bitte eine Rechnung schicken. Da komme ich gerne für auf. Geht gut los, ne? Sollen wir noch fahren oder? So. Okay, rückwärts. Ich glaube, wir müssen gleich einfach einem guten YouTuber mal ein Video angucken, wie man dieses Display dreht. Und der Sound außen war krass. Das müssen wir mal. Ja, hast du nicht gehört? Steig einmal aus. Draußen gucken, was ob da mehr kommt. Ja. Schon spacey. Ja. Aber so simple Dinge wie Knöpfe. Das ist das Erste, was mir auch. Also die finde ich okay, die Knöpfe. Aber die hier und die außen hier, das sind so die Dinge, wo ich sage, oh, nicht ganz so mega. Aber man muss es auch, finde ich, immer in Relation sehen. Dann gibt es so einen California Mode, das glaube ich das hier. Oh nein, das geht auf. Guck mal, die hinteren kleinen Scheiben sind auch aufgefahren. Die kleinen in den Ecken, siehst du es? Da wir aber nicht in Kalifornien sind und es gerade ungefähr minus 3 Grad sind. Ich habe mich direkt wie im Urlaub gefühlt. Oder dieser Mode geht nur an, wenn der lädt. Weil da stand was bei, die Ladefunktion, also dieser Cinema Mode. Und die Frage ist, wo die Boost-Funktion ist. Oder ist das nur im Gaspedal vielleicht? Bei Kickdown eventuell. Ui. Das war auch nicht schlecht jetzt. Aber dann hat er ja einen ganz schön krassen Motor, ne? Sehr starke Rekuperation. Die ist ein wenig unangenehm. Ich glaube, das kannst du einstellen, ne? Also ich mag halt, wenn Autos schön sind, weil ich bin jetzt super am Fronten wieder, ne? Und ist mir auch mittlerweile alles Wumpe. Der ID 5, ne? Von Volkswagen. Mhm. Bei aller Liebe, diese beiden Autos sind für mich jetzt gerade so nicht vergleichbar. Also wirklich nicht. Ah, jetzt habe ich hier Modes. Fun, Hyper, Earth, Fun. Oh. Mhm. Hätte mir das Eis auch nicht runter machen müssen. Hyper? Alter. Earth. Ah, das ist, Earth ist das, wo gar nichts los ist. Fun. Hyper. Also Hyper, das ist schnell. Ich finde das Auto einfach interessant, ob ich sowas wirklich gerne mal so, weil ich fahre, man fährt ja mittlerweile mehr Elektroautos. Und ich finde es wirklich ein cooles Auto. Vor allen Dingen muss ich ja mal gucken, ob Buddy auch hinten reinpassen würde. Ja, ich glaube nicht, dass du damit ein Problem hast. Die Traktionsprobleme sind nicht gut, muss ich wirklich zugeben. Außentemperatur ist jetzt nicht gut, aber es ist halt, ist auch ein Sommerreifen, aber er muss in der Lage sein, bei 60, in einer halbwegs bei Hyper mit einer Dosierung jetzt im Gas. Ja, es geht. Bei Vollgas aus 60 dreht es durch. Ich meine, klar, entweder Willspower oder nicht, aber entweder ist das Spähdifferential vorne sehr bissig oder halt gar nicht, weil ich kann nicht gerade differenzieren, ob es ein Rad ist oder beide. Jetzt war gar nichts. Nee, genau, aber sobald du so über 80 bist, ist die Welt auch schon wieder in Ordnung. Aber die 0-100 in 5 Sekunden glaube ich ihm. Das glaube ich. Und jetzt zieht auch oben rum echt weiter. Also, ich fahre jetzt so 50, ne? Mhm. Meistens Übergang auf die Bremse. Guck mal hier. Hier passiert noch gar nichts. Guck mal, wie weit man es auch treten kann. So, null? Ja. Dann hast du so ein bisschen so die 7,5-Tonner, weißt du, Europcar. Ich bin beim Umzug am Helfen, weißt du? So, das Gefühl, das ist so ein bisschen wie so eine Luftbremse.
Das fühlt sich nicht schön an. Wenn du das zweimal machst, dann hast du da so ein leeres Gefühl. Ich kann mir vorstellen, weil dieses Auto produziert ja keinen Unterdruck, sondern hat einen elektronischen Unterdruckverstärker oder es ist halt eine komplett elektronisch unterstützte Servo- oder Bremskraftverstärkung, dass die einfach nicht darauf vorbereitet ist. Wir machen jetzt mal nämlich drei Bremsen untereinander, wie er darauf reagiert. Das ist früh. Ist nicht gut. Der Wagen hat es gelaufen, muss ich ja mal gucken. Also nicht, ich glaube 1000 Kilometer oder sowas. Also der Reifen ist nicht verschlissen, aber die sehr grob schlechtig die Bremse, ne? Also sie fährt jetzt hier lang. Und das waren 60? 50? 50. Ja. Interessant. Kein Problem, einfach nur eine Umgewöhnung. Ah, er nimmt ja auch den Gang raus dann. Doch, also macht auf jeden Fall dieses Achterbahngefühl. Aber das ist ein komisches ABS, oder? Mhm. Das ABS ist, glaube ich, gar nicht so komisch. Der Raddrehzahlsensor und die Reifenauflage für das Grip-Level ist schlecht. Das Auto weiß, glaube ich, nicht besser Hand zu haben, die Kraft an den Boden zu bekommen. Ich denke, das wird absolut nicht sein, wenn das Auto auf trockener Straße fährt. Jetzt haben wir hier draußen minus 1 Grad. Kein Glatt, 2,5 Grad haben wir, aber kein Glatteis oder sowas. Nur leicht feuchte Straße ohne Regen. Kein Problem, überhaupt nicht. Aber in einer Notsituation geht der schon weit. Ne, merkst du ja auch. Ich habe nur gerade überlegt, ob wir das von außen mal aufnehmen können. Ja, können wir mal probieren. Jetzt fahren wir 47, Unterboden ist ein bisschen uneben. Ne, ist okay. Ja? Ist halt nur sehr laut. Okay. Weil ist die Dämmung auch zum der ABS-Block ist so ein Block, wo die einzelnen Sättel dann angeschlossen sind, mit so einem Elektromotor drauf, der verteilt die Bremskraft. Vielleicht ist der auch einfach nicht gut gedämmt, weil man das Gefühl, der Bremskraftverstärker ist ja hier drin so. Aber dadurch, dass er eine sehr hohe Anmutung hat, das ist, glaube ich, oft der Nachteil von einem Auto, wenn die eine sehr hohe Qualitätsanmutung haben, aber trotzdem sehr günstig sind, erwartet man dann auch das Level wie in so einem Bentley oder sich was. Das kann er natürlich jetzt nicht erfüllen. Weißt du das? Ja gut, aber sicher sollte er ja schon sein. Nee, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich lasse dich jetzt mal hier auf dem besten Stück raus. Hier, ne? Mhm. Und dann komme ich mal auf dich zu, so mit 50. Dann sagst du mir, ob du was erkennst, ob du irgendwie komisch bremst. Das sah jetzt erstmal normal aus. Ja. Ich fahr mal los, guck mal, wie die Räder sich verhalten vielleicht. In Hyper. Ich glaube, der ist hinten durchgedreht auch. Also er will auf jeden Fall die Spur auch verlassen. Und nebenbei, das ist hier die Privatstraße, ne, wo wir immer fahren. Das ist kein öffentlicher Straßenverkehr. Gefühlt wollte er vorne jetzt auch. Also auf jeden Fall dreht es vorne durch, auf jeden Fall auch. Der muss mit der Leistung zwei Motoren haben. Der nicht jetzt einen 586 PS Motor haben. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal eben schnell zum Lader und gucken mal uns das an. Und dann fahre ich nochmal ein Stückchen alleine weiter. Aber die Leistung reicht. Also ich würde nicht mehr Leistung brauchen. In so einem Auto, auf keinen Fall. Das ist schnell genug. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, ich brauche auch keine 700 Kilometer Reichweite. Cool, wenn sie da sind. Aber jetzt für mich, wenn man es ganz realistisch sieht, ich glaube, ich würde das Auto auch mit einer geringeren Motorleistung, einer geringeren Reichweite nehmen für den Preisunterschied, weil dieses ständige Denken, mehr Reichweite, mehr Reichweite, mehr Reichweite. Guck mal, ich komme ja auch mit einem Taycan klar, der 300 Kilometer Reichweite fährt. Ist so. Ich glaube, das wird nur schwieriger, wenn du dann irgendwo bist, wo es nicht so gut ausgebaut ist. Ja, selbst da klappt es ja. Ich fahre mit Taycan, fahren wir alle möglichen Reisen. Okay, da habe ich keine Erfahrung. Und das lädt schnell. Und deswegen ist die Frage für mich jetzt, wie schnell lädt das hier? Also wir sind jetzt 54% und geben dem 10 Minuten, okay? Mhm. Also ich versuche ihn auf 50 runterzukommen jetzt noch, bis wir an der Ladesäule sind. Wie gefällt dir das Auto? Ich finde es super cool. Also optisch gefällt es mir echt richtig, richtig gut. Ja, und ich glaube, so als Daily Driver ist das ein richtig cooles Ding. Stark. Innenraumfarbe auch cool. Ja, unpraktisch. Ja, aber es ist halt auch abwaschbar. Ne? Das ist kein Leder, das ist ein Kunstmaterial. Ich würde einmal gerne hier im Kreis fahren. Ob er da auch... Ne, das macht er okay. Das macht er sogar sehr gut. Oh, gut. Schön. Dann ist das hier nicht schön, weil es ist mir gerade schon aufgefallen, ich habe keine Ahnung, wie weit das ist. Ne? Weil wenn ich jetzt auch rückwärts gehe, guck mal bitte, wie das da aussieht. Und guck mal, wie das da aussieht. Das finde ich kein schönes Verhältnis. Man kann die
Proportionen ja einstellen. Das haben wir ja gerade gesehen in dem Display. Oh, guck mal, wenn ich jetzt so gucke, da würde ich denken, ich schieb den jetzt gleich schon weg. Und dann mein Instinkt mache ich jetzt so. Guck mal, wie weit das ist. Guck mal, wenn du echt guckst. Oder? Wobei ich finde, hier sieht es auch aus. Ah, das ist weit über das Kabel fast drüber. Jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert. Also wir haben 52%, 260 Reichweite. Stoppuhr machen wir gleich an. Es tut mir echt leid mit dem Ding, ne? Typischer Cremo, ganz typisch. Nee, ist vorne. Ich drehe nochmal. Perfekt. Ja. Okay. Und er fängt an. Jetzt geht's los. Okay. Steig ein. Okay. Was mir aufgefallen ist, du hast keinen richtigen Henkel zum Türen zumachen. Ja, ja, meinte ich ja vorhin beim Einsteigen schon so. Oh, oh. Das ist hier ein bisschen weit, weil die Tür geht sehr weit auf. Und das wirkt etwas weit weg. So, jetzt sitze ich hier drin und jetzt will ich meinen Cinema Mode. Ich gebe noch einmal die Chance, dass wir das selbst rausfinden. Du hast gemogelt, ich habe es doch genau gesehen. Was? Gar nicht. Hast du voll. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JD Performance GmbH. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Ja, ja, ja. Montag geht es zu reden. Also ja? Ja, ja, das freut mich. Das aber wir sind gerade das erste Mal sehen. Ich komme gerade den Gang runter. Also, erstmal, bevor es wirklich losgeht, ist unser wunderschöner Peugeot in einem neuen Kleid. Die Felgen sind gerade nicht drauf, weil wir gerade auf dem Prüfstand sind. Aber ich würde sagen, mit. Krass. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Ein Tesla ist halt geil, aber ein Tesla sieht halt einfach nicht so gut aus. So, jetzt habe ich ja gesagt, immer wenn der Tesla kommt und der bringt ein schönes Auto, aber das hier ist für mich eine sehr geile, wirklich geile Alternative. In einem ähnlichen Preislevel, Reichweite, Power, hier und da müssen ein, zwei kleine Sachen meiner Meinung nach so ein bisschen noch dran. Warum unser Lader aber hier nur mit 40 kW reinprügelt, wundert mich. Weil noch wer anders dran ist? Schon, bestimmt ist das auch ein Grund, aber 40? Das ist mau. Also wir laden jetzt seit 5 Minuten, also 6 Minuten ziemlich genau und haben 35 Kilometer dazu. Ist nicht so gut bei der Ladeleistung. Er sagt ja auch 1 Stunde 10 Minuten verbleiben bis 80? Oder? Bis, ich denke voll. Oder haben wir irgendwas in den Ladeeinstellungen? So, Batterieschoner, sie verlängern die Lebensdauer ihrer Batterie, indem sie die Ladevorgang bei täglichen Fahrten auf 80% begrenzen. Okay, aber 80% noch nicht. Training zugefügt, 42 kW nur. Maximaler Ladestrom. Okay. Das liegt an ihm hier. Wundert mich, dass er gerade nicht so viel Power hat. Ich habe ja auch schon geladen, den Taycan, und da kam richtig Wumms raus. Ich bin gespannt auf mein Fisker-Erlebnis. Talk to you. So, ich habe jetzt 30 Minuten geladen, habe jetzt 515 Kilometer Reichweite und 74%. 515 Reichweite zu lesen in einem Elektroauto ist schon ziemlich geil. Und was ich noch sagen wollte, wenn ich so Autovideos mache und dann immer mit Kameramann unterwegs bin, achte ich auf viele Dinge, aber nicht auf das Gefühl, wirklich. Also das Gefühl von dem Auto, beim normalen Cruisen, wie es sich so anfühlt, das kriegst du nicht hin. Das fühlt sich immer anders an. Deswegen, jetzt ist es für mich so ein Punkt, wo ich einfach mal eben reinfühlen will, ob das Auto was für mich ist. Ob mir noch Dinge einfallen, die mich vielleicht stören. Boost. Ah, da, Boost. Ah, hab ich ja Boost gar nicht angehabt. Begrenzendes Boost-Mode. 490 mal Boost-Mode ist noch übrig. Sind begrenzt und die Langlebigkeit. Ja.
Motoren. So wäre es nicht des Akkus, der Motoren. Okay, die mache ich jetzt nicht an den Boost. Den will ich nicht verschwenden. Erstens kommen sie zum vollständigen Start. Man muss stehen. Ah, das ist ein Launch Control, glaube ich. Das brauchen wir. Also das ist natürlich jetzt bei den Wetterbedingungen absolut Unsinn. Also machen wir nicht. Das Auto kommt mit der normalen Leistung, gerade mit den Reifen, schon wirklich nicht zurecht. Ich denke aber auch, über diese schmalen Reifen wird er halt auch seine Laufleistung haben. Ich habe gelesen, wenn er zum Beispiel die 22 Zoll hat, dann hat er keine 707 mehr, sondern 701 Kilometer. Das ist mich nicht, also in dem Raum wurde es dann gesagt. Wenn man da andere Reifen, dickere Reifen drauf macht, dann kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass ganz schnell die Reichweite natürlich dann nicht mehr bei 700 Kilometer ist. Ich cruise mal eine Runde und dann melde ich mich gleich mal. So, ich bin jetzt ein ganzes Stück weitergefahren. Er rollt gut. Für 22 Zoll so ein sehr schönes Rollverhalten und Cruiseverhalten. Das muss man wirklich sagen. Die Rekuperation so in Hyper ist gewöhnungsbedürftig. Jetzt, wenn man immer Taycan fährt, würde ich am liebsten ohne Rekuperation fahren. Also das heißt, ich gehe aus dem Gas, das Auto rollt. Ist natürlich eine wirklich starke Umgewöhnung, was man dann hier hat. Aber halt dementsprechend auch immer ein starkes Zurückspeisen von Energie in den Akku. Und ja, es geht. Also es ist halt eine Umgewöhnung. Aber wie gesagt, ich merke es lieber, wenn ein Elektrofahrzeug komplett ohne Rekuperation ist. Wahrscheinlich geht das auch irgendwo in Einstellungen, aber ich bin wieder zu blöd. Aber man hat ein gutes Gefühl. Und zwar ist das so, wenn man, ich habe das, wenn ich ein Auto fahre und ein Auto schön aussieht und ästhetisch ist, dann hat man ein gutes Gefühl, weil man sich denkt, so sieht das Ganze von außen aus. Jetzt wollte ich zum Beispiel gerade das Telefonat annehmen, einfach über den Knopf hier drin. Und er hat die Lautsprecher nicht angeschaltet. Das heißt, Telefonat ging so nicht ran. Das ist halt das Ding bei mir, wenn du mit mir so ein Video machst und mir so ein Auto gibst. Ich sag das halt. Für mich ist das jetzt nicht störend. Ich bin keiner von diesen Leuten, der dann ein Auto niedermacht, weil was nicht so geht. Außer bei einem VW, wo es mich halt dann schon wirklich, weil es so viele Sachen sind, weißt du. Und da haben natürlich auch viele bei mir gemeldet von Volkswagen und meinen so, John, muss das sein? Sag ich, aber guck mal, Leute, manchmal finde ich, sind die so ein bisschen weltfremd. Man zahlt so viel Geld für das Auto und dann hat man Ausbesserungsmöglichkeiten, was für mich immer cool ist. Das braucht jeder. Aber das Ding ist ja, das ist ja gar nicht lösbar, das Problem. Ne? Und das ist halt das Ding. Und dann bauen die halt das immer wieder so ein. Das heißt, wenn du jetzt einen nagelneuen kaufst, dann ist die Problematik immer noch da. Kann natürlich hier auch passieren, weiß ich nicht. Aber jetzt gerade konnte ich das Telefonat so nicht annehmen. Aber oftmals sind so Presseautos entweder extrem gut oder extrem schlecht. Und ich bin in meinem Leben schon bestimmt 100 Presseautos gefahren. Und mehr. Ich bin jetzt beim Arzt. Oder andersrum, ich kann es ja sagen. Ich bin bei Björn. Und ich mache momentan viel mehr Stunden. Ich bin zweimal die Woche da. Viel zu arbeiten. An mir. Bis gleich. Man Talk, ne? Ja, ey! Man entwickelt sich weiter. Oh, shit. Ich habe mich da auch so gekauft. So viel, aber erwischt. Oh, okay. Also, ich bin jetzt ein bisschen unterwegs gewesen mit dem Fisker und ich wollte ein kleines Fazit abgeben. Eben ein paar Onboard, ne, wo ich auch da Richtung Onkel Doktor war und so. Wir haben alles. Und zwar, mir kam eine Frage, und das habe ich gerade noch mal gegoogelt. Gibt es keine Partnerwerkstätten? Pitstop und ABC-Werkstatt, das kenne ich jetzt nicht so. Ich glaube, es gibt mehr in München im Raum so. Aber es gibt 300 Pitstop-Werkstätten so, glaube ich, in Deutschland. Oder mit ABC zusammen, keine Ahnung. Und da kannst du dann halt dein Auto dementsprechend warten. Was ich aber merke ist, ich finde das Auto wirklich gut. Also für die Leute, die eine Alternative wollen zu den Klassikern. Die etwas wollen, wo nicht jeder weiß, was es ist. Und was sehr auffällig ist. Du kriegst sehr viel Feedback von den Leuten auf dem Fußgänger. Du merkst, das Auto ist schön und Leute reagieren auf die Attraktivität des Autos. Oder es ist einfach nur, sie wissen nicht, was es ist. Aber da das Menschen waren, von meiner Wahrnehmung jetzt, die gar nicht so Auto im Thema sind, ich glaube, hier ist sie denken, was ist das für ein Auto, weil sie wissen, dass es das nicht normalerweise gibt, sondern ich glaube, es ist mehr so, das sieht aber schick aus. Was ist denn der direkte Konkurrent? Ioniq 5? Ja, würde ich sagen. Und ein ID5 und einen Tesla Model Y. Die würde ich jetzt so im Vergleich sehen. Ioniq 5 habe ich noch nicht so richtig Erfahrung mit gemacht. Ich schon. Der N ist natürlich echt eine Wund. Doch, haben wir. Ach, hast du nicht gedreht, ne? Nee, da war ich nicht mit bei. Mit dem Schalten so. Also der Ioniq N, der Ioniq 5 N, der wird abgehen. Ne? Und der wird auch geil. Aber der wird auch teurer sein, glaube ich, als das hier. Ich habe heute ein Video gesehen, ganz passend, dass der nach außen hin Jet Sound macht. Mhm. Der macht den Sound von einem Prototypen, kannst du einstellen. Von einem Verbrenner-Prototypen, der so richtig... Ja, genau. Und
Der macht halt einfach Double Jet Engine Kampfjet Sound. Ja. Das hat so ein bisschen Tesla-Vibes. Voll, voll. Also wie gesagt, natürlich ist Hyundai ein Riesenkonzern mit ganz vielen Ressourcen und ganz vielen Möglichkeiten, die halt wirklich in der Lage sind, dir da eine Karre hinzuhauen, die sich gewaschen hat. Auf jeden Fall. Wobei die waren wahrscheinlich, also ich würde dir sagen, also Ioniq 5, nach dem Video, was ich gesehen habe heute, kostet der 80 oder sowas. Genau. Locker. So, und ein Tesla hat einfach diesen Tesla-Vibe, er ist ein Tesla, hat dieses Image. Deswegen sehe ich da zwischen irgendwo Fisker. In L.A. siehst du die viel, die Fisker. Und es gab ja auch mal so einen viertürigen Sportwagen mit so einem Mittelakku-Hybrid-System. Das weiß ich noch. Und dann hat das Unternehmen, glaube ich, irgendwelche Probleme so ein bisschen. Habe ich immer am Rande bekommen. Ich will nichts Falsches sagen. Und jetzt ist halt Fisker dann wieder so da. Ich finde das Auto gut. Ich finde es sehr gut sogar, weil ich es optisch halt sehr attraktiv finde und es fährt gut und es hat eine gute Verarbeitung und das Infotainment gefällt mir. Das ist so mein Fazit jetzt. Es lädt okay, es ist schnell genug und die Preis-Leistung passt. Achso, hast du jetzt nochmal nachgeladen? Ja. Also der schafft auch schnell? Ja, okay. Auf jeden Fall. Das passt. Für mich, das ist so mein, was ich jetzt so sagen kann. Ein, zwei kleine Sachen so mit Traktion, aber man gewöhnt sich dran. Ne? Guck mal, wenn du anfängst mit der Dosierung, genau, dann ist es so. Du kannst halt nicht so komplett stumpf. Das geht nicht, das will er nicht. Das ist mein Bild dazu. Ich finde es geil. Ich würde wirklich gerne mal lesen, was so die ganzen Elektrofach-Nerds dazu sagen in den Kommentaren. Ob ihr sagt, ja komm, eine Creme, was du sagst, ist komplett Müll. Aber das ist so mein Verbrennertyp-Bild, was ich jetzt so habe. Und ich habe ein relativ hohes Haben-Wollen-Gefühl. Vor allem, also so wirklich jetzt. Das ist ja halt kein sportliches Auto, nicht so ultrasportlich. So als Daily, ich habe in den Kofferraum geguckt. Da ist super viel Platz drin. Mhm, Buddy war auch schon drin. Auf der Rückbank, guck mal, wie viel Platz hinter meinem Sitz ist. Ich weiß. Also. Genau. Und dann trotzdem diesen großen Akku reinkriegen und dann auch nicht so einen übertriebenen Radstand. Also, weil Radstände machen ja oft die Autos so, der hat einen langen Radstand, aber es ist schön verpackt. Können wir jetzt in der Scheibe so gucken, weil es so kalt ist. Also haben wir die Scheiben dazwischen? Na, perfekt gemacht, Cremo. Das sind die Profis. Ja, so arbeiten sie. Ja, das ist einfach ein sehr schönes Auto mit geilen Überhang. Also ich gucke es gerne an. Und ich würde es auch gerne sehen, umgebaut, muss ich wirklich sagen. Ich weiß gar nicht, ob Fahrwerk gibt, warte mal. Davon mache ich es ein bisschen abhängig. Erstmal bei KW am Hof. Lowering Kit? Nee, müssen wir selbst bauen. Nee, weiß. Aber das ist auch wieder das Licht. Das ist ein LA-Foto. Ja, das ist auch so. Okay, das ist eine Messehalle. Sieht schon ganz anders aus. Ja, stimmt. Mal Silber. Diese Schulter und die Schulter, die tun ihm echt gut. Ja, geht okay. So? Kann ich Tschüss sagen? Ja, okay. Bild ist okay, Mann drauf ist auch. Geht so. Okay. Das müssen wir nochmal irgendwie. Ach so, ey. Guck mal. Shit. Guck mal, wo ist das? Ja, ich hab ein bisschen hier drin rumgefilmt. Ist cool, oder? Ja, ein bisschen zu klein. Ja, höre ich öfter. Ja. Da klappt mal wieder ein, ne? Bis morgen. Tschüss.